Hallo zusammen und willkommen zurück auf Langophilia. In diesem Video geht es um das Gägische. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was heißt Gägisch? Was ist das genau? Gägisch, so heißt einer der zwei Hauptdialekte der albanischen Sprache. Es gibt Toskisch und Gägisch. Toskisch wird in Südalbanien gesprochen, unter anderem. Gägisch wird in Nordalbanien gesprochen, im Kosovo, in Nordmazedonien, in ein paar Städten Südserbiens, Südmontenegros. Und natürlich in der Diaspora, also in Schweiz, in Deutschland, in Österreich, wo halt die Albaner leben und hingegangen sind. Ich möchte ein bisschen Gägisch versuchen zu unterrichten bzw. zu erklären, mein Wissen einfach teilen. Und deswegen mache ich diese Videos. Jeden Freitag soll ein Video kommen zum Gägischen. In diesem Video geht es um die feminine Deklination. Auf Albanisch, auch auf Gägisch, gibt es drei Geschlechter. Das heißt, ein Substantiv, ein Nomen kann drei Geschlechter haben. Entweder ist es männlich, feminin, weiblich oder es ist neutrum. Dasselbe haben wir auf Deutsch auch. Also im Deutschen ist es so, man kann sagen, die Tür ist feminin. Man kann sagen, das Haus ist neutrum oder der Bär ist maskulinum. Und das gibt es auch auf Albanisch. Auf Albanisch gibt es aber mehr feminine und maskuline Nomen als neutrum. Also neutrum ist sehr begrenzt. Es gibt sehr wenige Nomen, die neutrum sind. Deswegen mache ich darüber erstmal kein Video, vielleicht in der Zukunft. Ich habe bereits ein Video zu der maskulinen Deklination gemacht. Das wird hier irgendwo oben erscheinen. Ihr könnt da draufklicken und es dann euch angucken. In diesem Video geht es um die feminine Deklination. Dafür habe ich mir ein feminines Nomen ausgesucht, und zwar Pool. Pool heißt Huhn. Auf Deutsch ist es Neutrum, das Huhn, aber auf Albanisch ist es Pool, Nipul, ist die unbestimmte Form. Und die bestimmte Form, das heißt mit Artikel vorne dran, mit bestimmten Artikel, das Huhn, wäre es Pula. Pula. Das A hinten symbolisiert das, den Artikel. Also ihr müsst euch vorstellen, im Albanischen ist es andersrum als im Deutschen. Zuerst kommt Pul und dann der Artikel. A. Pula. Es gibt also unbestimmte und bestimmte Formen. Die unbestimmten Formen sind immer mit einem unbestimmten Artikel. Das heißt ein Huhn oder ein paar Hühner. Immer etwas Unbestimmtes. Die bestimmten Artikel, das sind zum Beispiel das Huhn oder eben Pula. Das A am Ende ist der bestimmte Artikel. Oder im Plural die Hühner. Genau, das ist die Bestimmtheit und die Unbestimmtheit. Ich fange erst mit den Singularformen an und da gibt es 5 Fälle. Im Albanischen gibt es einen Fall mehr als im Deutschen. Im Albanischen gibt es zudem noch den Ablativ neben dem Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ. Und der 5., der letzte Fall ist eben der Ablativ, den es zum Beispiel auch im Latein gibt. Fangen wir nun an mit dem Nominativ, dem ersten Fall. Wenn wir zum Beispiel sagen wollen, das ist ein Huhn. Das ist ein Huhn. Ein Huhn ist dann im Nominativ, genauso auch auf Albanisch. Dann könnten wir sagen, kjo asht ni pul. Kjo, das, asht, ist, ni ein pul, Huhn. Kjo asht ni pul. Die bestimmte Nominativform wäre dann zum Beispiel in einem Satz wie, das Huhn ist klein. Das Huhn ist klein. Dann würde man sagen, Pula ascht e Vogel. Pula, das Huhn, ascht, ist e Vogel. Klein. Pula ascht e Vogel. Pula ist also die bestimmte Form und das A am Ende, das ist der bestimmte Artikel. Pula, Pula, das Huhn. Dann kommen wir zum Genitiv, dem zweiten Fall. Da könnten wir uns einen Satz ausdenken, wie zum Beispiel, das Bein eines Huhnes ist dünn. Das Bein eines Huhnes ist dann der unbestimmte Genitiv, ist dünn. Auf Albanisch, auf Gägisch würde man das sagen, Koma e ni pulis asht e hol. Koma, das Bein e ni pulis eines Huhnes asht ist e hol, dünn. Das heißt, hier haben wir Koma, das Bein und dann e ni pulis. Drei Wörter. E ist eine Art Bindepartikel, das man beim Genitiv braucht. Da gibt es verschiedene. Hier brauchen wir E, ni, ein, pulis. Das ist die Genitivform von pul, Huhn. Die bestimmte Genitivform ist eigentlich genau gleich. Wir lassen nur das
nie weg, also das, der unbestimmte Artikel ein, das lassen wir weg. Und dann könnten wir zum Beispiel sagen, das Bein des Huhnes ist dünn. Dann hätten wir den bestimmten Genitiv des Huhnes und auf Albanisch Gegisch wäre das Koma e pulis osht e hol. Koma, das Bein, e pulis des Huhnes osht e hol, ist dünn. Dann kommen wir zum Dativ, den dritten Fall. Da sind die Formen auch gleich zum Glück. Der Dativ wird benutzt bei bestimmten Verben, wie zum Beispiel helfen, geben, schenken. Also wenn man sagt, ich gebe dir, ich helfe dir, ich schenke dir, ich sage dir. Dieses dir, das ist der Dativ. Und wenn man dann ein anderes Objekt hat, wie zum Beispiel bei uns das Huhn, dann wird es auch im Dativ verwendet. Da könnten wir uns einen Satz ausdenken, wie zum Beispiel, ich helfe einem Huhn. Einem Huhn ist dann der unbestimmte Dativ. Dann kann man sagen, une, ich, i, di moi, ni pulis. Das une am Anfang kann man weglassen, die Pronomen muss man nicht sagen. Und das i bezieht sich auf ni pulis, also auf das Objekt. Das wird gedoppelt praktisch durch dieses Klitikon am Anfang, i. Das passiert auch im Akkusativ, das erzähle ich euch später. Aber genau, das sollte man sagen. Une, i, ni moi, ni pulis. Ni, ein, pulis, Huhn. Manche sagen dann auch une, pi, ni moi, ni pulis. Das heißt, das P kommt davor. Das benutzt man, um Progressivität eigentlich zu vermitteln. Das heißt, wie man auf Englisch sagt, I am helping statt I help. Das wird auch oft verwendet im Gegischen, besonders im Kosovo. Das kann man weglassen oder sagen, wie es euch beliebt. Die bestimmte Dativform wäre dann derselbe Satz, nur ohne das nie, ohne ein. Das heißt, man könnte sagen, ich helfe dem Huhn. Auf Gegisch wäre das dann une i nimoi pulis. Une i nimoi pulis. Une i nimoi pulis. Und wie gesagt, das i da vorne bezieht sich auf pulis, auf das Huhn. Und das une ganz am Anfang, das ich heißt, kann man weglassen, das Pronomen. Man kann dann sagen, i nimoi pulis, ich helfe dem Huhn. Und man kann auch sagen, pi nimoi pulis, das heißt wieder die gleiche Progressivform, I am helping the chicken. Dann kommen wir zum Akkusativ. Da könnte man zum Beispiel etwas sagen wie, ich sehe ein Huhn. Das wäre dann die unbestimmte Form. Es gibt wieder Verben, die den Akkusativ erfordern, wie zum Beispiel sehen, essen, trinken, solche Verben zum Beispiel. Und wenn wir sagen, ich sehe ein Huhn, dann wäre das auf Gegisch une, ich schau ni pul. Ich schau ni pul kann man auch sagen, wieder ohne das Pronomen. Oder man kann auch sagen, pe schau ni pul. Pe schau ni pul. Das P da vorne ist wieder dasselbe wie beim Dativ, die Progressivität. Das heißt, hier hat man die gleiche Form wie im unbestimmten Nominativ. Einfach ni pul, ein Huhn, ich sehe ein Huhn. Genauso wie auf Deutsch. Dann kommen wir zur bestimmten Akkusativform. Da ändert sich ein bisschen was nur, aber es ist eigentlich ähnlich wie auch in der maskulinen Deklination, weil das N am Ende drangehängt wird. Also man könnte sagen zum Beispiel, ich sehe das Huhn. Das Huhn wäre dann im Akkusativ. Dann sagt man auf Gegisch, une esho pulen. Une esho pulen. Mit N am Ende. Und das N gibt es auch in der maskulinen Deklination, wenn man sagt, une esho chenin. Chen ist Hund und in, das signalisiert den Akkusativ. Da hat man auch wieder das N. Also es ist so ähnlich eigentlich wie auf Deutsch, wenn man sagt, ich sehe den Hund. Da hat man statt der Hund, den Hund. Und in dem Artikel den benutzt man auch ein N. Das heißt, vielleicht kann man sich so eine Eselsbrücke aufbauen bei Akkusativ N. Genau, manche sagen auch wieder pesho pulen, also I am seeing the chicken. Oder ja, esho pulen, pesho pulen, es ist dasselbe. Dann kommen wir zum Ablativ, das ist der fünfte Fall. Den benutzt man zum Beispiel, wenn man Hähnchenfleisch sagen möchte, also das Nomen Hähnchenfleisch. Da würde man sagen, misch, misch heißt Fleisch, pule, misch, pule. Pule ist die Ablativform, das heißt mit einem E am Ende. Misch, pule. Manche sagen auch misch i pules, das heißt sie würden den Genitiv verwenden. Oder mischte pulis, das ist der Genitiv, aber der Ablativ wäre misch pule. Den Ablativ würde man auch benutzen, wenn man fragt, was für ein Huhn hast du, also was für eine Sorte Huhn hast du. Da würde man fragen, czwar pule
ki. Chvar, was für? Pule, ein Huhn, ki, hast du. Manche sagen auch chvar pule eki. Also die doppeln das Pule und sagen noch ein E, wie wir es auch im Akkusativ kennen. Aber man würde auch verstanden werden, wenn man sagt chvar puleki, chvar puleki. Dann kommen wir zum bestimmten Ablativ Singular. Den verwendet man nach Präpositionen wie zum Beispiel para, vor, afer, in der Nähe oder kunder, gegen. Wenn man sagen würde zum Beispiel, ich stehe vor dem Huhn, würde man sagen une, ri oder chendroi, para, pulis. Pulis ist also dieselbe Form wie bei Genitiv oder Dativ und das wäre der bestimmte Ablativ. Dann kommen wir zu den Pluralformen. Da gibt es auch natürlich unbestimmte und bestimmte Formen. Fangen wir an mit dem Nominativ, wenn wir zum Beispiel sagen wollen, da sind ein paar Hühner. Ein paar Hühner wäre dann die unbestimmte Nominativ-Pluralform. Da würde man sagen, atü, da, atü, jan, do pula. Do pula, ein paar Hühner, jan, sie sind. Also, da sind ein paar Hühner, atü, jan, do pula, atü, jan, do pula. Das heißt hier, die unbestimmte Nominativ-Pluralform ist pula. Hühner, pula. Wenn wir das dann bestimmt ausdrücken wollen, das heißt, die Hühner wollen trinken, zum Beispiel, könnten wir sagen, pulat doin me pi. Pulat, also mit einem T am Ende, pulat, die Hühner, doin me pi, wollen trinken. Doin, wollen, me pi, trinken. Und dann kommen wir zum Genitiv, da gibt es auch natürlich unbestimmt und bestimmt. Fangen wir an mit der unbestimmten Form, wir könnten dann zum Beispiel sagen, die Beine einiger Hühner sind lang. Die Beine einiger Hühner sind lang, das wäre dann der unbestimmte Genitiv. Dann sagen wir, kommt, edo pulave, jon, te jota, oder te gota. Manche sagen gota, manche sagen jota, genau, für lang. Kommt, edo pulave, jon, te jota. Also, edo pulave wäre dann einiger Hühner, edo pulave. Dieselbe Form wird auch im bestimmten Genitiv dann verwendet, man lässt nur do aus. Do heißt einige, manche und dann kann man sagen kommt e pulave jon te jota. Kommt e pulave jon te jota. Das heißt die Genitivform ist dann pulave und dasselbe Wort wird auch im Dativ benutzt. Dann könnten wir sowas sagen wie zum Beispiel ich helfe ein paar Hühnern. Das wäre die unbestimmte Dativform. Dann könnte man sagen une, i, di moi, do pulave. Une, ich, i, das i bezieht sich auf die Hühner. Une, i, ni moi, do pulave. Manche würden auch hier sagen, pi, ni moi, do pulave, pi, ni moi, do pulave. Dasselbe kann man auch in der bestimmten Form sagen, man lässt nur das do wieder weg. Das heißt, man sagt dann, i, ni moi, pulave, i, ni moi, pulave. Also ja, dann ist das ich helfe den Hühnern. Man kann auch sagen pi nimoi pulave. Also ja, das p kann man sagen oder nicht, das ist eigentlich dasselbe. Dann kommen wir zum Akkusativ, zu der unbestimmten Form zuerst. Da könnte man etwas sagen wie zum Beispiel ich sehe ein paar Hühner. Das wäre die unbestimmte Plural-Akkusativform und dann kann man sagen une isho do pula. Une isho do pula. Do pula, ein paar Hühner, manche sagen auch disa pula, das hört man auch. Do oder disa, es ist dasselbe. Une isho disa do pula. Das heißt, hier haben wir dieselbe Form wie auch in der unbestimmten Nominativ-Pluralform, einfach pula. In der bestimmten Form wäre das dieselbe wie im Nominativ auch, pulat. Also man kann dann sagen, ich sehe die Hühner. Dann würde man sagen, une isho pulat. Oder ohne das Pronomen am Anfang, dann sagt man isho pulat. Oder auch pisho pulat. Dann kommen wir zum Ablativ, den letzten Fall. Da gibt es auch eine unbestimmte Form, die glaube ich aber ja weniger benutzt wird bei den Gegen, würde ich behaupten, im Kosovo. Also manche sagen es schon, natürlich, es existiert. Aber ja, ich glaube, es ist eher ein bisschen unbekannter. Wenn man sagen möchte, zum Beispiel eine Gruppe Hühner, würde man sagen nigrup pulasch. Das heißt, hier ist es so ähnlich wie bei einer Gruppe Hunde, wo man sagt, ni grup chench, dass man ein sh hinten dran hängt. Das heißt, ni grup pulasch. Manche würden vielleicht alternativ auch sagen, ni grup pula,
Das heißt Pula, der unbestimmte Nominativ Plural, das hört man vielleicht auch. Oder auch Negrup i Pulave, das heißt die Genitivform, i Pulave. Aber der richtige Ablativ ist Negrup Pulasch, Pulasch. Dann kommen wir zur bestimmten Ablativform. Die verwendet man zum Beispiel ja auch vor Präpositionen wie para, prey. Das heißt, man kann sagen, ich fürchte mich vor den Hühnern, ich habe Angst vor den Hühnern. Dann kann man sagen, une tutna prey pulave. Tutna heißt, ich fürchte mich. Und das kommt vom Verb mu tut, sich fürchten. Und prey vor, praktisch, und pulave den Hühnern. Une tutna prey pulave. Ich fürchte mich vor den Hühnern. Das wäre dann die bestimmte Ablativ-Pluralform und es ist wieder dieselbe Form wie auch im Genitiv oder im Dativ, Pulave. Genau, und das sind auch schon alle Fälle, alle Formen, die es eigentlich gibt. Im Rückblicken kann man sagen, dass es nicht so viele Formen eigentlich sind. Im Singular sind es eigentlich nur Pul, Pulis, Pula, Pulen, Pule. Ja, es sind also genau 5 Formen im Singular. Im Plural haben wir Pula, Pulave, Pulasch, Pulat und das sollte es eigentlich auch schon sein. Also wir haben 4 Formen und also weniger als im Singular und ja, das sollte eigentlich nicht zu kompliziert sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen helfen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder ihr könnt mir auch auf Instagram folgen, auf Gegnistja, wo ich täglich was zum Kosovo und zum Gegischen poste, da könnt ihr mir auch schreiben. Außerdem habe ich eine Website, wo ich ein paar Informationen auch zum gegischen Dialekt bereitstellen möchte. Aber die Website ist immer noch im Aufbau, also es kann sein, dass es nicht vollständig ist. Trotzdem findet ihr da auch ein paar mehr Informationen als hier in diesem Video vielleicht. Und ihr könnt es euch nochmal in Ruhe angucken. Die Website heißt langofilia.com/gegnistja. Die wird hier irgendwo im Bild erscheinen. Ihr könnt sie auch in der Videobeschreibung finden. Da gibt es nochmal mehr Informationen, allgemein zum Gegischen, auch zu anderen Aspekten der Sprache. Und wenn ihr mehr Videos gucken wollt, ich werde jeden Freitag ein Video posten, dann ja, abonniert mich, folgt mir auf Instagram, liked das Video, kommentiert etwas, teilt es mit euren Freunden, es würde mir wirklich sehr helfen, es bedeutet viel für mich. Vielen Dank für euren Support, ich freue mich wirklich sehr darüber. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal auf Lango Filia.